Hallo, liebe Kinder, liebe Erwachsene. Ich bin Denenesh Sudeh, Schauspielerin, und möchte euch heute in dieser vielleicht etwas tristen Jahreszeit, auch Corona-bedingt, wo wir alle sehr viel in der Isolation sind, zu Hause bleiben müssen, keinen Kontakt nach außen haben, ein Märchen vorlesen. Und zwar habe ich das Märchen aus der Märchenapotheke gefunden und es heißt Daumenstick. Es war ein armer Bauersmann, der saß abends beim Herd und schürte das Feuer. Und die Frau saß und spann. Da sprach er: Wie traurig ist es, dass wir keine Kinder haben. Es ist so still bei uns und in den anderen Häusern geht es so laut und lustig zu. Ja, antwortete die Frau und seufzte, wenn wir nur ein einziges hätten und wenn es auch ein ganz kleines wäre, nur daumengroß. So wollte ich schon zufrieden sein. Wir hätten es doch von Herzen lieb. Nun geschah es, dass die Frau kränklich ward und nach 7 Monaten ein Kind gebar, das zwar an allen Gliedern vollkommen, aber nicht länger als ein Daumen war. Da sprachen sie, es ist, wie wir es gewünscht haben, und es soll unser liebes Kind sein, und nannten es nach der Gestalt Daumenstick. Sie ließen es nicht an Nahrung fehlen, aber das Kind ward nicht größer, sondern blieb, wie es in der ersten Stunde gewesen war. Doch schaut es verständig aus den Augen und zeigte sich bald als ein kluges und behendes Ding, dem alles glückte, was es anfing. Der Bauer machte sich einmal fertig, in den Wald zu gehen, um Holz zu fällen. Da sprach er so vor sich hin: Nun wollt ich, dass einer da wäre, der mir den Wagen nachbrächte. »Oh, Vater«, rief Daumenstick, »den Wagen will ich schon bringen. Verlasst euch darauf, er soll zur bestimmten Zeit im Walde sein.« Da lachte der Mann und sprach, »Wie soll das zugehen? Du bist doch viel zu klein, um das Pferd mit den Zügeln zu leiten.« »Das macht nichts, Vater. Wenn nur die Mutter anspannen will, dann setze ich mich dem Pferd ins Ohr und rufe ihm zu, wie es gehen soll.« »Nun«, antwortete der Vater, »einmal wollen wir es versuchen.« Als die Stunde kam, spannte die Mutter an und setzte den Daumenstick dem Pferd ins Ohr. Da rief der Kleine, wie das Pferd gehen sollte. »Jü und Jo und Hott und Haar«, da ging es ganz ordentlich, wie bei einem Meister, und der Wagen fuhr den rechten Weg nach dem Wald. Es trug sich zu, als er eben um eine Ecke bog und der Kleine »Haar, Haar« rief, dass zwei fremde Männer, daherkamen. »Schau«, sprach der eine, »was ist das? Da fährt ein Wagen und ein Fuhrmann ruft die Befehle und ist doch nicht zu sehen?« »Das geht nicht mit rechten Dingen zu«, sagte der andere, »wir wollen dem Karren folgen und sehen, wo er anhält.« Der Wagen aber fuhr vollends in den Wald hinein und richtig zu dem Platze, wo das Holz gehauen ward. Als Daumenstick seinen Vater erblickte, rief er zu ihm, »Siehst du, Vater, da bin ich mit dem Wagen, nun hol mich herunter.« Der Vater fasste das Pferd mit der linken und holte mit der rechten sein Söhnlein aus dem Ohr, das sich ganz lustig auf seinen Strohhalm niedersetzte. Als die beiden fremden Männer den Daumenstick erblickten, wussten sie nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Da nahm der eine den anderen beiseite und sprach, »Höre, der kleine Kerl könnte unser Glück machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt für Geld sehen ließen. Wir wollen ihn kaufen.« Sie gingen zu dem Bauer und sprachen, »Verkauft uns den kleinen Mann, er soll's gut bei uns haben.« »Nein«, antwortete der Vater, »er ist mein Herzblatt, den ich für alles Gold in der Welt nicht verkaufe.« Daumenstick aber, als er von dem Handel hörte, kroch an der Rockfalte seines Vaters hinauf, stellte sich ihm auf die Schulter und sagte ihm ins Ohr, »Vater, gib mich nur hin, ich will schon wieder zurück zu dir kommen.« Da gab ihm der Vater für ein schönes Stück Geld den beiden Männern hin. »Wo willst du sitzen?« sprachen sie zu ihm. »Ach,
Setzt mich nur auf den Rand von eurem Hut, da kann ich dann auf- und abspazieren und die Gegend betrachten und falle doch nicht herunter. Sie taten ihm den Willen, und als Daumstick Abschied von seinem Vater genommen hatte, machten sie sich mit ihm fort. Sie gingen, bis es dämmerig ward. Da sprach der Kleine: »Hebt mich einmal herunter, ich muss mal.« »Oh, bleibt nur oben«, sprach der Mann, auf dessen Kopf er saß. »Ich will mir nichts daraus machen. Die Vögel lassen mich auch manchmal was drauffallen.« »Nein«, sprach Daumstick, »ich weiß, was sich schickt. Hebt mich geschwingend herab.« Der Mann nahm den Hut ab und setzte den Kleinen auf seinen Acker am Weg. Da sprang und kroch er ein wenig zwischen den Schollen hin und her und schlüpfte dann auf einmal in ein Mauseloch, das er sich ausgesucht hatte. »Guten Abend, die Herren! Geht nur ohne mich heim«, rief er ihnen zu und lachte sie aus. Die Männer liefen herbei und stachen und stocherten mit ihren Stöcken in das Mauseloch. Aber das war vergebliche Mühe. Daumstick kroch immer weiter zurück. Und da es bald ganz dunkel ward, so mussten sie mit Ärger und mit leerem Beutel wieder heimwandern. Als Daumstick merkte, dass sie fort waren, kroch er aus dem unterirdischen Gang wieder hervor. »Es ist hier auf dem Acker in der Finsternis so gefährlich«, sprach er, »wie leicht bricht einer Hals und Bein. Zum Glück stieß er an ein leeres Schneckenhaus. Gottlob«, sagte er, »da kann ich die Nacht sicher zubringen«, und setzte sich hinein. Nicht lang, als er eben einschlafen wollte, hörte er zwei Männer vorübergehen. Davon sprach der eine: »Wie wollen wir es nur anfangen, dem reichen Pfarrer sein Geld und sein Silber zu stehlen?« »Oh, das könnt ich dir sagen«, rief Daumstick dazwischen. »Was war das?«, sprach der eine Dieb erschrocken. »Ich hörte jemanden sprechen.« Sie blieben stehen und horchten. Da sprach Daumstick wieder: »Nehmt mich mit, so will ich euch helfen.« »Ja, wo bist du denn? Suchet nur hier auf der Erde und merkt, wo die Stimme herkommt«, antwortete er. Da fanden ihn endlich die Diebe und holten ihn in die Höhe. »Du kleiner Wicht, willst uns helfen?«, sprachen sie. »Seht«, antwortete er, »ich krieche zwischen den Eisenstäben in der Kammer des Pfarrers hinein und reiche euch heraus, was ihr haben wollt.« »Wohlan«, sagten sie, »wir wollen sehen, was du kannst.« Als sie bei dem Pfarrhaus ankamen, kroch Daumstick in die Kammer, schrie aber gleich aus Leibeskräften: »Wo wollt ihr alles herhaben oder hinhaben, was hier ist?« Die Diebe erschraken und sagten: »Sprich doch leise, damit niemand aufwacht.« Aber Daumstick tat, als hätte er sie nicht verstanden, und schrie von Neuem: »Was wollt ihr? Wollt ihr alles haben, was hier ist?« Das hörte die Köchin, die in der Stube nebenan schlief. Sie richtete sich im Bett auf und horchte. Die Diebe aber waren vor Schreck ein Stück Weges zurückgelaufen. Endlich fassten sie wieder Mut. Sie dachten: »Der kleine Kerl will uns necken«, kamen zurück und flüsterten ihm hinein: »Nun mach ernst und reich uns heraus, was wir sehen.« Da schrie Daumstick noch einmal, so laut er konnte: »Ich will euch ja alles geben, reicht nur die Hände herein.« Das hörte die horchende Magd ganz deutlich, sprang aus dem Bett und stolperte zur Tür hinein. Die Diebe liefen fort und rannten, als wäre der wilde Jäger hinter ihnen. Die Magd aber, als sie nichts bemerken konnte, ging ein Licht anzuzünden. Wie sie damit herkam, machte sich Daumstick, ohne dass er gesehen wurde, hinaus in die Scheune. Die Magd aber, nachdem sie alle Winkel durchsucht und nichts gefunden hatte, legte sich wieder zu Bett und glaubte, sie hätte mit offenen Augen und Ohren doch nur geträumt. Daumstick war in den Heuhelmchen herumgeklettert und hatte einen schönen Platz zum Schlafen gefunden. Da wollte er sich ausruhen, bis es Tag wäre, und dann zu seinen Eltern wieder heimkehren. Aber er musste andere Dinge erfahren.
denn die Magd stieg wie gewöhnlich, als der Tag ergraute, aus dem Bett und wollte das Vieh füttern. Ihr erster Gang war in die Scheune, wo sie einen Arm voll Heu packte und gerade dasjenige, worin der arme Daumestick lag und schlief. Er schlief aber so fest, dass er nichts gewahr ward und auch nicht eher aufwachte, als bis er in dem Maul der Kuh war, die ihn zusammen mit dem Heu fressen wollte. »Ach Gott«, rief er, »wie bin ich denn in diese Waldmühle geraten?« merkte aber bald, wo er war. Da hieß es aufpassen, dass er nicht zwischen die Zähne kam und zermalmt ward, aber er musste doch mit in den Magen hinabrutschen. »In dem Stübchen sind die Fenster vergessen worden«, sprach er, »es scheint gar keine Sonne hinein, ein Licht gar wird es nicht zu haben sein.« Überhaupt gefiel ihm das Quartier schlecht, und was das Schlimmste war, es kam immer mehr Heu, neues Heu, zur Türe hinein und der Platz ward immer enger. Da rief er endlich in der Angst, so laut er konnte, »Bringt mir kein frisches Futter mehr! Bringt mir kein frisches Futter mehr!« Die Magd melkte gerade die Kuh und als sie jemanden sprechen hörte, ohne jemanden zu sehen, und es dieselbe Stimme war, die sie auch in der Nacht gehört hatte, erschrak sie so sehr, dass sie von ihrem Stühlchen hinabglitschte und die Milch verschüttete. Sie lief in der großen Hast zu ihrem Herrn und rief, »Ach Gott, Herr Pfarrer, die Kuh hat geredet!« »Du bist verrückt geworden«, antwortete der Pfarrer, ging aber doch selbst in den Stall, um nachzusehen. Aber kaum hatte er den Fuß hineingesetzt, so rief Daumestick eben aufs Neue, »Bringt mir kein frisches Futter mehr, bringt mir kein frisches Futter mehr!« Da erschrak der Pfarrer selbst, meinte, es wäre ein böser Geist und ließ die Kuh töten. Nun ward sie geschlachtet. Der Magen aber, worin Daumestick steckte, ward auf den Mist geworfen. Daumestick arbeitete sich hindurch und hatte große Mühe damit. Doch endlich brachte er es so weit, als er seinen Kopf herausstrecken konnte. Da kam ein neues Unglück. Ein hungriger Wolf sprang herbei und verschlang den ganzen Magen mit einem Schluck. Daumestick verlor den Mut nicht. Vielleicht, dachte er, lässt der Wolf mit sich reden und rief ihm aus dem Wanz zu. »Lieber Wolf, ich weiß ein herrliches Fressen für dich.« »Wo ist das zu holen?« fragte der Wolf. »In dem und dem Haus. Da musst du durch den Rinnstein hineinkriechen und du wirst Kuchen, Speck und Wurst finden, so viel du essen willst.« Und beschrieb ihm genau seines Vaters Haus. Der Wolf ließ sich das nicht zweimal sagen, drängte sich in der Nacht zum Rinnstein hinein und fraß in der Vorratskammer nach Herzenslust. Als er satt war, wollte er wieder fort. Aber er war so dick geworden, dass er denselben Weg nicht wieder hinaus konnte. Darauf hatte Daumestick gewartet und fing nun an, im Leib des Wolfs gewaltigen Lärm zu machen, tobte und schrie, was er konnte. »Willst du stille sein?« sprach der Wolf. »Du weckst die Leute auf.« »Ei, was?« antwortete der Kleine. »Du hast dich satt gefressen. Ich will mich auch lustig machen.« Und fing von neuem an, aus allen Kräften zu schreien. Davon erwachten endlich sein Vater und seine Mutter, liefen in die Kammer und schauten durch den Spalt hinein. Wie sie sahen, dass ein Wolf darin hauste, rief der Mann seiner Frau zu, die Axt zu holen. Da hörte Daumestick die Stimme seines Vaters und rief, »Lieber Vater, ich bin hier, ich stecke im Leibe des Wolfs.« Sprach der Vater voller Freuden, »Gottlob, unser liebes Kind hat sich wiedergefunden.« Danach holte er aus und tötete den Wolf. Dann nahmen sie eine Schere, schnitten ihm in den Leib und zogen den Kleinen wieder hervor. »Ach«, sprach der Vater, »was haben wir für Sorge um dich gehabt?«
Ja, Vater, ich bin viel in der Welt herumgekommen. Gottlob, dass ich wieder frische Luft schöpfe. Wo bist du denn überall gewesen? Ach, Vater, ich war in einem Mauseloch, in einer Kuhbauch und in eines Wolfes Wanst. Nun bleibe ich bei euch. Und wir verkaufen dich um alle Reichtümer der Welt nicht wieder. Da herzten und küssten sie ihren lieben Daumestick, gaben ihm zu essen und trinken und ließen ihm neue Kleider machen, denn die seinigen waren ihm auf seiner Reise verdorben. Das, liebe ZuhörerInnen, war die Geschichte von Daumestick, die mich sehr berührt hat, weil der Daumestick ja ein bisschen anders war. Er ist ja nur so groß wie ein Daumen und unterscheidet sich von anderen. Und man könnte denken, wenn Menschen nicht so aussehen, eine Behinderung haben oder grundsätzlich etwas anders sind als die Umgebung, dass sie nicht das Gleiche könnten. Aber hier in der Geschichte erfahre ich, was für Abenteuer und er erlebt hat und wie klug er war. Und er hat eigentlich alle Hindernisse gemeistert und zwar richtig gut. Und er hat es geschafft, allein wieder nach Hause zu kommen. Also, lerne ich daraus, wir sollten auf unser Können vertrauen uns. Und Eltern sollten ihren Kindern viel zumuten können. Ich glaube, dass wir, wenn wir Vertrauen in uns haben, viel mehr können und leisten können, als man von sich erwartet. Nur so können wir über uns hinauswachsen. Ja, das war meine Geschichte. Jetzt höre ich auf zu reden und wünsche euch eine gute Zeit. Kommt gut durch die Corona-Zeit, durch den Winter. Alles Liebe, eure Dennis.